Der Ladebildschirm, der ist vorbei. So. Gut. 140 Meter bis zum entdeckten Ort. Der ist nicht so langsam. Da brauche ich auch kein Fort. Nee, keine Ahnung. Immer wenn ich versuche zu rein, dann laber ich einen geistigen Dünnschiss. Es ist unglaublich. Als wäre meine Artikulation relativ hirnentbrannt. Das ist nicht unbedingt vorteilhaft. Jo, mal gucken, was ich morgen mache. Ich glaube, morgen nehme ich mir mal komplett. Morgen werde ich wahrscheinlich den ganzen Tag nur rumgammeln und chillen. Ich habe zu lange gerannt. Entschuldigung. Weiß zwar nicht, warum ich so matschig bin, aber. Okay. Lass mich raten, der ist da oben. Ich bin am verfolgten Ort angekommen. Goldgipfelschrein. Vorsicht, mein Herr. Dieser Pfad ist gefährlich. Hallo, ich wollte lesen. Die Torii-Tore führen zum Goldgipfelschrein, Heiligtum von Amaterasu, dem Kami der Sonne. Aha. Aha. Hallo, Priesterin. Gefährlich für einen Samurai, aber nicht für eine Priesterin? Was tut ihr hier? Meine Pflicht. Ich kümmere mich um die Schreine. Nach dem Krieg werden die Leute diese Torii-Tore als Wegweiser brauchen, damit sie die Shinto-Schreine finden und die Kami um Schutz bitten können. Wir brauchen ihren Schutz jetzt. Ja, doch die Pfade sind zu heimtückisch. Ich wollte den Schrein in der Nähe besuchen und bin fast zu Tode gestürzt. Vielleicht erreiche ich ihn. Ich habe als Junge jeden Baum und Fels um mein Dorf herum erklommen. Wenn ihr es bis dorthin schafft, betet für unsere Insel und nehmt euch einen Omamori-Talisman mit. Tragt ihn bei euch, er wird euer Schicksal verändern. Und vielleicht das Schicksal unserer Heimat. Danke. Mein PC hat heute kaum Gaming-Leistung gehabt. Das meiste, was er gemacht hat, war einfach nur die PlayStation 4 gecaptured. Das ist... Das hätte ich auch mit meinem Alten gekonnt. Also klettern kann der gut. Aber das kann die Aloy auch. Oh mein Gott, ist das schön. Holy moly. Geil. Geil. Das ist ganz schön am Rauchen. Das gefällt mir nicht so. Jetzt sind noch ganz viele Schiffe. Das scheint nächster Schrein zu sein. Hammer. Wenn die Hintergrundmusik lauter wäre. Der Anblick war es wert. Hier ist das Meer, hier geht's zurück. Verstehe.
Kann ich ja nicht hochklettern? Oder komme ich da nur runter? Muss auch hier irgendwie lang können. Ich weiß nicht, ob man das sollte. Ja. Scheinbar nicht. Okay. Okay. Ab in den Tod gehippt. Ey, warum denn nicht? Warte mal, vielleicht. Oh, komm schon. Aber da hoch kann ich nicht, ne? So schön das hier auch ist, aber man weiß halt echt nicht. Ja, da geht's runter. Ich muss aber nach oben. Das nenne ich mal einen Langarm. Hallo, Jade Budell. Kann ich die Blume von hier pflücken? Ja. Ich habe so einen riesenlangen Arm. Die habe ich mit meinem Willen einfach in mein Inventar gepocht. Okay, das ist schon echt ein bisschen hart. Wie ein kleiner Springfloh. Boing, boing, boing. Und hopsasa und hopsasa. Was macht man denn da? Was macht man denn dort? Hopsala. Ja gut, dass die Priesterin das nicht schafft, ist klar. Ich danke wie besessen für dieses leckere Fressen. Danke, Mr. Schrein. Jetzt. Stell dir mal vor, der kriegt jetzt Dünnschiss und lässt so eine richtig braune Furzfontäne los. Okay, das ist respektlos. Talisman von Amaterasu. Kann ich das jetzt auch? Könnt ihr die schwarzen Flammen auch aus meinen Augen brodeln? Nee, ne? Okay. Ausrüstung. Immunität. Niederer Verteidigungstalisman. Unbeugsamkeit. Talisman ist gar nicht verkehrt. Nein. Das trage ich nicht. Kaputte Rüstung. Tracht des Reisenden. Immer ein bisschen schwierig, weil ich sehe keine Werte. Was? Heldensattel. Na super. Ich habe doch irgendwas von Amaterasu bekommen. Da. Talisman gehört. Mittlere Menge Gesundheit wieder her. Oh, das ist vielleicht gar nicht mal schlecht. Präzision? Ja, nee, eigentlich. Chance von 15%, dass Pfeile von Gegnern keinen Schaden verursachen. Nein. Der verlässt den Schrein automatisch. Wo sie alle jetzt hin? Ne. Da fragen wir jetzt einfach mal nicht. So, was haben wir denn hier? Der Preis des Eisens. Wegmarkierung. Ich würde sagen, wir machen es. So, komm mal her, kleine Soram. So. Ich würde gerne den normalen Weg gehen.
Und dann sollte das eigentlich auch funktionieren. Wo sind hier Lümmel? Ich will dir keinen herausfordern. Yo! So! Ihr Lümmel! Klaus, geht los! Jetzt bist du erstmal auf die Schnauze! Voll fette Goldkette ins Gesicht! So, gibt dir noch irgendein Arschloch? Nein? Ah, will ich euch auch geraten haben. Werde eins mit dem Wind. Hallo Grille. Ist okay, ich nehme. Zirpende Grille. Erstmal gefressen. Sie ist zwar klein, aber nicht ganz rund. Und trotzdem mit einem hab's in meinem Mund. Die Grille. Ansonsten ist hier nix. Nö. Ach, das sind Kerzen. Bienenwachs in Bambusrohre. Okay, das ist eine coole Idee. So, dann komm mal her, Sora allein. Gut gemacht, Sora. Ich finde es cool, dass man den Wind herbeibeschwören kann, indem man das, dieses Touchpad nach oben wischt. Da haben sie wenigstens ein bisschen dieses Pad mit einbezogen. Dieses Touch, weil ich bis jetzt nicht verstanden habe, welche Spiele das alles wirklich machen. Obwohl das eigentlich ein Touchpad ist, was man da drauf hat. Was eine coole Idee ist. Bei der PS Vita ist das, glaube ich, hinten. Vogel? 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 Ich soll irgendwelchen Naturgeistern folgen. Schnell, Sora! Ich glaube nicht, dass... Oh. Entschuldigung! Ups! Mein Bein! Laufen wir weg! Suchen wir uns ein besseres Versteck! Für die Mongolen wären wir wie verwundetes Wild! Alles nur wegen dem eisernen Zeichen. Holen wir uns aus, dann holen wir es uns. Was? Ein Samurai. Was ist mit euch passiert? Es gibt einen Händler, der für die Mongolen arbeitet. Sie gaben ihm ein eisernes Zeichen. Wir wollten es ihm wegnehmen, aber er hat so viele Wachen. Dieses eiserne Zeichen muss kostbar sein, wenn ihr euer Leben riskiert. Wer es trägt, kann frei auf den Straßen reisen, ohne von Mongolen angehalten zu werden. So etwas könnte ich gebrauchen. Ihr könnt es gern versuchen. Wir mussten fliehen, aber der Händlerwagen ist noch oben an der Straße. Ich werde das eiserne Zeichen suchen. Bleibt hier und versorgt eure Wunden. Preis des Eisens. Okay. Okay. Ich glaube, das Spiel ist nicht ganz so eklig wie Dark Souls. Die Mongolen werden nach ihren Männern suchen. Ja, sollen sie nur herkommen. Sind nicht die Ersten. Ich werde ihn schon ins Gesicht kacken.
Düt, 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 düt. Bei so einem Wind will man nicht gegen den Wind furzen. Das riecht man meilenweit. Entschuldigung. Was leuchtet denn da? Ist das eine Lichtreflexion von einem im Wind wedelnden Baum? Tatsache. Das kann davon kommen. Okay, das ist ein cooles Detail. Das muss der Händlerwagen sein. Keine Spur vom Händler. Hier kommt bestimmt gleich ein Mongolenkampf. Von vorhin. Das eiserne Zeichen ist nicht hier. Mongolen. So. Alter. Kommen die alle her? Immer diese Bogenschützen. Ist halt auch blöd, dass mir immer nur einen trifft. Die Männer von vorhin. Ich sollte sie warnen. Kunai sind voll. Okay. Aber ich hab doch... Ich hab doch dieses Zeichen gar nicht. Komm, 100 Meter Sprint kannst du hinlegen. Okay, selbst im Mondschein. Das Spiel sieht so grafisch so geil aus. Und jetzt stell dir das mit 60 FPS auf der PS5 vor. Ich komme zu spät. Fuck. Bitte, mein Herr. Ihr müsst den Händler mit dem eisernen Zeichen retten. Er ist mein Bruder. Euer Bruder? Ich habe ihm das Zeichen gestohlen, damit er seine Familie nicht entehrt. Wenn er die Mongolen unterstützt, verdient er den Tod. Nein, er ist ein guter Mann. Bitte. Ich kann nichts versprechen. Aber ich werde ihn suchen. Entschuldigung. Danke. So, wir können auch zwischendurch mal was anderes spielen. Wenn ihr Bock habt, können wir uns die Switch ein bisschen anmachen. Bestimmt Spuren hinterlassen. Da, dort entlang. Weiß nicht, Justin, Juna etc. Habt ihr Bock mitzuspielen? Vom Adrian lesen wir ja nichts mehr. Verfolge die Mongolen. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Sind das die? Ich kehre zu den Spuren zurück. Ja. Sind irgendwie nach rechts gelaufen. Da lang, ja. Kannst ja Mario Kart. Ich dachte eher Bibi und Tina, das große Hexenrennen. Was? Die Spuren führen mich doch nach dort. Ah ne, hier lang, okay. So ein kleiner Trampelpfad. Wir sind 19. Also ich würde sagen, wenn wir diese... Wenn wir die YouTube-Aufnahme beenden... Dann können wir auch mal ein bisschen die Switch anmachen. Hier sind sie abgebogen. Okay, im Mondlicht sieht das alles so geil aus. Ja.
Was zum Geier? Yo! What the? Also mit deinem Baby und Ballern kannst du privat spielen. Wer weiß, vielleicht sind es ja lustige Trash-Spiele. Alter. Alter, was? Alter, lass mich in Ruhe. Dreckige Sau. 4 Verbesserungen verfügbar. Alter, bin ich jetzt echt dreckig geworden, weil der mich durch die Gegend geschleudert hat, wie so ein kleines Stück, wie ein kleines Steak. Ich meine, wenn ich Hunger, wenn ich richtig Hunger habe, dann sitze ich im Restaurant, bestelle mir ein Steak und fress das genauso. Und manchmal fliegt halt zurück in die Küche und dann gehe ich halt zum Koch und sage, yo, hast du mein Kotelett gesehen? Und dann so, meinst du das, was mir in den Eintopf gefallen ist? Halt ich einfach mein Kopf in den Eintopf und... Ich bin keine hirnlose Fressmaschine. Tja. Wenn Sie den Händler haben, dann dort drin. Kann ich mich ein bisschen sauber machen? So. Super. Keiner weiß, dass ich da bin. Der macht nur Essen. Die SD-Karte für Switch werde ich mir dann auch so langsam holen. Hallo. Alter, der hat gesessen, voll ins Gesicht. Geht's. Ich finde es interessant, dass die Hornissen die Mongolen angreifen, aber nicht uns. Das war's? Wirklich? Du bleibst als Gefangener erstmal hier. So. Gibt's hier noch irgendwo ein Arschloch? Nein? Okay. Bald seid ihr frei. Aber ich bin ehrlich, Splatoon oder dieses Handball-Knockout-Game ist nichts für mich. Ihr habt mich gerettet. Ich habe keine Ahnung. Vielen ich habe das Spiel nicht gespielt. Ich habe mir auch bis auf den Trailer Dank. Nicht angeguckt. Es wäre ein Test. Sie wollten meine Familie von daher. Unsere Schwestern. Wenn wir das mal zusammen spielen, ich meine, es gratis, Justin. Dann können wir es mal ausprobieren. Wenn es uns nicht gefällt, können wir es immer noch deinstallieren. Ich meine, come on. Deshalb dachten die Mongolen, ich hintergehe sie. Du kennst beide Spiele schon. Ich hatte nie ein eisernes Zeichen. Schwach. Außerdem, du hast keine Geduld. Wissen die also nichts wert. Ihr könnt gehen. Spiel die Spiele selber. Ich höre, dass ihr wieder und weil es auch von EA arbeitet, ist. Die würden ja. mich eher töten. Und ja. meine Familie wird mich jetzt hassen. Ich habe nichts. Das ist ein nichts. Leichter Beigeschmack. Was soll ich jetzt tun? Wofür lebe ich? Tu Gutes und versuch Leuten zu helfen. Vielleicht gibt dir das einen Lebenssinn. Also wäre jetzt meine Idee. Technikpunkt verdient. Honto. Gut.
Nehmen wir nochmal Vorräte mit. Folge dem leitenden Wind zu den Fuchsbauten. Warte mal, da stand noch irgendwas anderes. Füchse geleiten dich zur Inari-Schrein, wo du zusätzliche Talismanplätze verdienen und verbesserte Talismane finden kannst. Okay. Folgen wir dem Fuchs. Ich fände es cool, wenn man die streicheln könnte, wenn man an so einem Inari-Schrein gebeten hat. Aber nein, ja, und dann einfach ab. So, was haben wir da noch? Goldgipfelschrein abgeschlossen. Was haben wir hier? Goldener Tempel, Dienste verfügbar und hier ein Zuhause. Markieren wir uns das und reisen hier schnell hin. Also ich kenne die Game schon, als ihr davon spracht und kannte es schon vorher. Da hattest du noch keine Switch. Gut, Splatoon möglich, aber das war's. Bei Händlern findest du Gegenstände, mit denen du dein Aussehen anpassen kannst. Darunter Rüstungsfarben, Schwertkits und Kopfbedeckung. Na dann. Gibt es hier noch irgendwelche Geschenke? Aber als Junge wäre ich fast gestorben. Was ist passiert? Bitte. Ich spielte Samurai ich bin niemand. Weit, weit weg von zu Hause. Bevor ich es merkte, war es Nacht und ein Bär sah mich. Wie seid ihr entkommen? Ich war vor Angst wie erstarrt. Will ich mal mit den Leuten hier nochmal sprechen? Ich bin schuld. Mein Herr, geht nicht in die Wälder von Kashine. Dort hausen wütende Geister, tote Samurai, die auf Blut aus sind. Wir befinden uns im Krieg. Ich bezweifle, dass Geister das waren. Wer den Wald betritt, kommt nie wieder heraus. Mongolen wie auch Japaner. Die gefundenen Leichen wurden alle von Samurai-Klingen getötet. Menschen benutzen Klingen, keine Geister. Ich sehe mir das an. Hat wohl wahrscheinlich einfach jemand ein Samurai-Schwert genommen und macht einfach mal ein bisschen Jagd. Bis ich Dampf ablassen. Hallo, Alte. Fürst Sakai, kommt schnell. Was? Du bist im Begriff, eine neue Geschichte zu beginnen. Ja, später. Ich bin noch nicht so weit. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Ich bearbeite alle Arten von Rüstung. Etwas für jede Art von Rüstung. Ihr benötigt mehr für diese Verbesserungen. Warum habe ich so wenig Vorräte? Hallo, mein Herr. Ich dachte gerade an die Worte meines alten Meisters Saigyo. Um den Geist zu reinigen, muss erst der Körper rein sein. Saigyo war ein weiser Mann. Er verbrachte nur zu viel Zeit singend in heißen Quellen. Doch stimmt dir seinen Worten sicherlich zu. Heilwasser, reinigender Dampf und der Schatten eines Rotahorns. Nichts stärkt den Kampfgeist wie ein Bad in einer heißen Quelle. Da habt ihr wohl recht. Genau das brauche ich. In Tsushima, also ist doch Japan, nicht China. An meiner Rüstung zerbrechen die Mongolen Waffen. Die Geister beschützten Tsushima einst vor einer großen. So, ich weiß erstmal das mit dem Zuhause. Aber es ist halt wirklich auch Schmied. Ich kann eure Klingen verbessern, mein Herr. Verzeiht, ihr habt nicht das, was wir für die Arbeit benötigen. Ja, kannst auch vergessen. So, wo muss ich denn lang? So, Sora. Sehr gut, Sora. Komm mal her. Jo. Los jetzt, Sora. Einfach mal durch den Wald. Warum nicht? War vielleicht nicht so eine schlaue Idee. Sollte vielleicht doch einen offiziellen Weg gehen. Ob ich jetzt nach oben oder nach unten? Was ist besser? Alter, wie gelb es wird, wenn die Sonne aufgeht, ne?
schon ziemlich geil. Ist aber auch sehr intensive Farben, finde ich. Vielleicht ein bisschen zu viel. Was ist los? Oh. Zum Glück gibt's kein Friendly Fire. Das war knapp. Um wen geht es? Sie überfielen unser Haus. Die Straße runter. Meine Frau ist dort, mit meinem Sohn. Ihr ließt eure Familie zurück? Welche Wahl hatte ich denn? Ich bin kein Krieger. Ich helfe Ihnen. Bleibt hier. Oh nein. Das ist ein Sohn, der verbrannt ist. Guck mal, er hat doch so eine geschnitzte Knochen, so einen geschnitzten... So eine Puppe aus Knochen. Ich meine, Kriege oder nicht, aber ich meine, komm schon. Ich werde dir keine herausfordern. Mongolen. In den Sack. Alter, das musst du dir mal geben. Ja, man kann es übertreiben. Dreckiger Sausack. Erwähnte Frau und Kind. Ach, das waren zwei. Okay, okay, dann verstehe ich das. Ja, hat auch keine Mitleid. Er kein Mitleid mit Kindern und mit Frauen hat. Von der Familie. Vielleicht draußen. Der darf auch kein Mitleid von mir erwarten. Wäsche, noch feucht. Aber blutig. Ein Überraschungsangriff. Nein. Mir gefällt das nicht, dass wir dieser Blutspur folgen. Sehr viel Blut. Hier wurde jemand getötet. Leichen wurden geschleppt, ins Wasser geworfen. Ein Spielzeug. Seine Familie hat nicht überlebt. Er nee, sollte es erfahren. Hier ist die Mutter. Wo das Kind hin ist, wissen wir nicht. Armer Kerl. Da ist er. Ist wieder zurück. Mein Herr, habt ihr sie gefunden? Ja. Eure Familie wurde getötet. Tut mir leid. Warum habt ihr nichts getan? Ich floh. Wie ein Feigling. Ich sollte auch tot sein. Ihr tragt keine Schuld. Lasst ihren Tod nicht umsonst sein. Bekämpft die Eindringlinge. Helft den Bedürftigen. Ja, mein Herr. Na, ja, ist okay. Aber Kerl. So. Was haben wir denn? 35 Minuten. Talisman.
des Wohlseins. Talisman der Nützlichkeit. Erhalte zusätzlich 7,5% Gesundheit, wenn du dich heilst. Präzision, mittlere Erhöhung der Pfeilschaden. Nimm ich mal den hier. Wir müssen noch ganz viele Füchschen finden. Ob man die wohl abschießen kann? Nein, wir geben uns ja nichts. So, was machen wir denn als nächstes? Der Himmelsschlag. Musikant der Kammer zu erzählt die Geschichte von Jüngers Himmelsschlag. Ich habe dieses Katana, bla bla bla. Eine neue Geschichte. Hier gibt es noch mehr. Jemand erwähnte, einen lebenden Samurai in Kashine gesehen zu haben. Wenn es noch einen Samurai aus Komo gibt, dann müssen wir ihn finden. Niederer Tarn-Talisman. So. Braves Pferd. Brava, Sora. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich über den Fluss komme. Wegen sich die Frage gerade geklärt hat. Ach, Mongolen. So, du brennst mal schön. Alter! Drecksau! Ich will nicht sagen, das war knapp. Aber... das war knapp. Sehr knapp. Was macht mein Pferd? Gar nichts. Sora, ich hätte dich gebrauchen können. Jetzt mit deinem Hufen einfach mal... Nein, nee, ist besser. Besser nicht so. War schon okay. Wer weiß, was die hätten mit dir gemacht. Und wir lieben hier unser Pferdchen. Okay. Da ist noch eine Brücke. Habe ich gerade... Was? Ist der das, der da die ganze Zeit so rumpfeift? Seit wann sprechen die Deutsch? Jetzt muss mein Soran, du Lappen. Lümmel. So. Ruhe im Karton. Xing Shang Shong, mit euch ist Ruhe im Karton. Elende Lümmel.
So. Hierher. Da lang muss ich. Schnell, Sora. Ist aber eine weite Strecke. Das sieht interessant aus. Das Mongolengebiet. Ich habe nicht so viele Pfeile. Wir haben Kunai gefunden. Und? Schlucki. Sauro in der Lümmel durch. Pfeile voll. Das ist ein seltener Anblick, dass ich mal volle Pfeile habe. Ansonsten habe ich immer Not am Mann. Ich muss echt mal zu einem Rüstungsschmied und irgendwie Bogenmacherin. Lol. So. Was gibt's hier? Ich will's gar nicht wissen. Schale voller komischem weißem Zeug. Das will ich nicht wissen. Und hier ist nix. Holt's eigentlich eher aus wie Blumen. Trotzdem. Einfach nein. Hier gibt sonst nichts mehr, ne? So, wo ist denn mein... Ich habe keine Ahnung, wovon du kommst, aber ich habe dich auch eigentlich abgestellt. Ja, komm. Da reiten wir dann noch hin. So lange mache ich noch. Was war das denn? Ich find's eigentlich ziemlich cool. Also gefällt mir eigentlich, dass man hier gewissen Tieren folgt, die einem dann ein wenig helfen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Pflaumenblütenschrein. Zum Beispiel Füchsen oder Glühbirnchen. Nee, Glühbirnchen nicht, aber Vögel etc. etc. Ich finde, das hat was. Das gefällt mir. Das Feuer hier nicht. Aber hoffentlich breitet sich das nicht aus. Der bringt mich doch nur an mein Ziel. Oha, da brennt's. Weiß nicht, ob ich da hin will. Also schon. Na, machen wir mal lieber Pause. Nett, dass er hier
wieder anfängt und keucht. Ne, kann ich nichts machen. Okay. Muss ich gucken, ob ich vielleicht andersweitig da hochkomme. Ist wieder so ein Schrei, ne? Gucken wir mal, wieder so eine geile Aussicht kriegen. Das ist nicht schlecht. Aber nicht ganz so extrem. So, wo muss ich denn lang? Von da kam ich. Das bedeutet hier lang. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich will auch hier hoch. Blume nehme ich mit. Und Bambus. Hier kriegen wir viel Bambus. Das ist ganz gut. Jetzt brauchen wir nur noch gut genug Vorräte. Und dann kriegen wir alles. Autsch. Das war jetzt nicht mein Plan. Also ich will ja nichts sagen, aber ich hätte eher gewartet, bis es aufhört zu brennen. Aber vielleicht ist es ja ein magisches Feuer. Na dann. Füge 50% oder weniger Gesundheit zusätzlichen Schaden zu. Ja, nee, brauche ich nicht. Aber gut. Lingusterholz. Aha. So, nehmen wir hier noch eine Blume mit. Können wir hier rein? Gibt es hier irgendwas? Nee, ne? Nee, ne? Aber Vorräte, yeah. Können wir eigentlich immer gebrauchen. Frage ist nur, wie kann ich den jetzt verlassen, ohne diese ganze vermaledeite. Oh ja, okay. Das finde ich gut, dass sie das eingebracht haben. Das finde ich super. So, die Frage ist, wie kann ich speichern? Ah, okay, ja. So. YouTube, macht's gut. War cool. Beim nächsten Mal geht's weiter. Aber nicht mehr heute. Tschüss.